wenn man jeden Freitag als Anwohner das Theater mitmachen muss, dann reicht es auch irgendwann. Und tolerant waren die Anwohner lange genug, bis dann irgendwann mal die Hutschnur geplatzt ist. Also es hat immer an Toiletten gemangelt und das ging mir nie in den Kopf, warum die nur mit 3 Toiletten handeln. Obwohl die gesehen haben, es wird Woche für Woche immer mehr. Sie hätten einfach von Anfang an mehr Toiletten aufstellen sollen und dann wäre es vielleicht nie zu dem Problem gekommen. Ja, ich finde es an und für sich gut, dass der Markt freitags wieder ist, weil da ist mehr los abends und die Atmosphäre ist auch schöner. Natürlich müsste halt andere Konsequenzen gezogen werden, sodass es keine Ausschreitung abends gibt, in dem Sinne, wie es dieses Jahr war. Also um 6:30 kommen die Leute und jetzt mussten wir uns einmal umdrehen und sagen Feierabend. Und so haben wir die eine Stunde noch im Verkauf hier. Die Weintrinker, die sind natürlich tagsüber mehr zum Einkaufen mal da. Aber wir speziell an diesem Stand haben wirklich nur abends das Geschäft und tagsüber stehen wir rum. Ich finde das ganz schön, so ein bisschen Leben hier in der Umgebung, gerade am Friedberger Platz. Ich wohne hier, mir haben sie auch in den Hof gepinkelt, ich habe ein Schloss dran gemacht, da hat sich die Sache erledigt. Also jeder kann auch ein bisschen was dafür tun, dass es nicht überhand nimmt. Ne? Also ich habe es in der Bild-Zeitung gelesen, habe mich gefreut und habe Juhu gebrüllt.